Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hamburg. Nach einer wilden Nacht auf der Reeperbahn, mein Gast heute, Roger Cicero. Hallo. Hallo, hallo. Ich muss dazu sagen, ich war nicht dabei bei der wilden Nacht, aber ich lasse mir jetzt gleich alles erzählen, wie es war. Aber du hattest viele wilde Nächte auf der Reeperbahn. Ja, das kann man sagen, ja. Diese wilden Nächte, die gehörten sozusagen zu meinem Beruf. Ich habe damals im Angie's Nightclub, das ist ein legendärer Nachtclub, direkt über den Schmitz Tivoli, 4 Jahre lang zwischen 3 und 4 Mal in der Woche einen Auftritt da. Das ging immer bis ganz, ganz spät in die Morgenstunden, 4 oder 5 Uhr, hatte ich dann meist erst Feierabend und hatte ein Nachtleben in der Zeit, das kann man sagen. Viele denken ja, wenn da so ein Star ist, das kam von heute auf morgen. Wie lange hat es denn gedauert, bis Roger Cicero so mega? Da musst du Leute enttäuschen, weil ab meinem ersten Gitarrenunterricht bis zu meinem großen Durchbruch hat es sage und schreibe 26 Jahre gedauert. Also ich musste etwas langen Atem beweisen. Ich habe natürlich davor schon, Musik war mein Beruf. Ich habe Musik studiert in Holland und habe nach meinem Studium und auch schon kurz vor Beendigung meines Studiums von Musik leben können, was ich auch immer als großes Geschenk angesehen habe. Ich habe da keine großen Luftsprünge mitmachen können, bin ich reich geworden, aber ich konnte durch meine Auftritte meine Miete und mein Essen bezahlen und das war schon mal was. Also das hat sich ja viele Brüche, ein bewegtes Leben davor, das bringt sich ja viel auf der Bühne. Du hast aktuell, kommt jetzt deine CD raus, was immer auch kommt. Ja. Da geht es auch um Brüche und ein bewegtes Leben. Das stimmt, ja. Also jedes Werk hat ja ein Leitmotiv. Ja, für mich war, obwohl es natürlich, es geht auf dem Album, das Thema Trennung wird das ein oder andere Mal thematisiert. Für mich ist allerdings das Leitmotiv dieses Albums Veränderung und Transformation im weitesten Sinne. Und ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken auch zur Endlichkeit an sich und auch zu meiner eigenen Endlichkeit gemacht und darüber, wie man daraus auch Kraft gewinnen kann aus diesem Gedanken und wie man sich überhaupt neuen Sachen im Leben stellt und mit Transformation umgeht, was für eine Haltung hat man, was kann man beeinflussen, was kann man nicht beeinflussen. Und darum ist es für mich überhaupt kein Trennungsalbum, sondern eigentlich ein Neuanfangsalbum. So. Neuanfang ist gut. Also ist es leicht in so einer Welt, in der wir leben, wo so viel auch um uns herum passiert, immer wieder so einen Neuanfang zu wagen? Oder ist es für viele einfach sau schwer, einfach da aus diesem Hamsterrad auszubrechen? Naja, ich glaube, man kann sich vor dem gar nicht verschließen, weil es ist sowieso immer ständig Veränderung, egal ob man sich das jetzt eingesteht oder das an sich ranlässt oder nicht, die Veränderung passiert sowieso. Und die Frage, die man sich dabei nur stellen kann, ist, inwieweit lebe ich das aktiv mit oder lasse ich es einfach nicht an mich rankommen? Und das ist eine Sache, die sich sicherlich in meinem Leben auch sehr verändert hat, diese Haltung. Also früher war ich auch eher, habe ich auch, glaube ich, eher versucht, die Sachen zu kontrollieren und zu lenken. Und das ist natürlich eine totale Illusion, weil vieles lässt sich einfach überhaupt nicht lenken und kontrollieren, auch wenn es immer so scheint. Man kann sich das schon schön weiß machen ab und zu, aber im Grunde genommen, wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten Sachen und so jetzt die Big Points hat man überhaupt nicht in der eigenen Hand. Wir haben vorhin über Babygeruch geredet. Ja, das ist zum Beispiel so ein Point. Wie ist es? Also klar, Millionen Tonträger verkaufen, wie viel Erfolg haben und so weiter. Was ist das für ein Big Point? Vater werden. Naja, das ist wirklich erstaunlich, weil das verstehen, glaube ich, einfach wirklich nur Eltern. Weil früher, bevor ich selber Vater geworden bin, habe ich immer gedacht, so ja, immer diese ganzen Sprüche, es ist nichts wie vorher und ja und alles ist anders und man kann sich das nicht vorstellen. Und ich dachte immer so, ja, sehr gut. Und es war halt bei mir wirklich genau so. Es hat sich ein Schalter umgelegt und es war einfach nichts mehr wie vorher. Und das, Eltern können sich da immer nur so irgendwie zuzwinkern und wissend sich in die Augen gucken, weil man kann das einfach nicht erklären. Und auch ich dachte, Gott sei Dank sind nur die anderen Babys von den anderen immer nur die hässlichen und ich habe das Schönste der Welt. Denkt man immer, ne? Und dann habe ich, es hat echt lang gedauert. Ich habe ungefähr, ich glaube erst 2 Jahre später
habe ich dann die Fotos kurz nach der Geburt und nach den ersten Tagen so wirklich, glaube ich, mit einem unverschleierten Blick sehen können. Und habe mich dann auch noch mal kurz ein bisschen erschrocken. Was nicht das Schönste? Nein, ich glaube, es gibt einfach keine schönen Neugeborenen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ich kenn ja den Moment, und dieser Moment ist nicht nur ein Big Point, das ist einfach so, ich bin da, das ist eine Ansage. Und ja. Ich finde, wenn ich jetzt in deine CD reinhöre, sehe ich nicht nur Neuanfang, sondern ich höre deine Ansage raus. Habe ich vorher so in der Art noch nie gehört bei dir, das ist irgendwie so. Also mir war bei diesem Album wirklich sehr, sehr wichtig, dass eine Haltung eigentlich bei jedem Song und bei jedem Titel und bei jedem, bei jeder Thematik, die da in Liedern manifestiert wurde, dass da eine Haltung da draus zu spüren ist. Und das ist in jedem Song ist es gelungen. Also auch wenn es in ein paar Titeln um Trennung geht, trotzdem ist jeder Titel, in dem es um Trennung geht zum Beispiel, hat eine andere Haltung. Und das finde ich das Wichtige. Und das ist für mich auch so eine der Grundaussagen dieses Albums, dass egal was passiert, man kann das, was passiert, oftmals nicht beeinflussen, aber man kann immer seine Haltung beeinflussen. Und man kann beeinflussen, wie man sich dieser Sache gegenüber verhält und damit umgeht. Und das ist dann zum Beispiel in so Titeln, wenn du die Wahl hast, oder wo das da wirklich nochmal ganz klar thematisiert wird. Und weil da hat man wirklich eine Wahl. Die Umstände kann man nicht beeinflussen, aber man kann sich selber beeinflussen. Wenn ich an das letzte Jahrzehnt denke, sehe ich ein Jahrzehnt, der so ganz viel Harmoniesuppe, und im Moment fühle ich so eine gigantische Nachfrage nach Haltung. Was glaubst du, woher das bei den Menschen kommt? Ich glaube, dass wir wirklich im Moment in so einer Art so schwelender Revolution leben, weil es passieren wahnwitzig viele Veränderungen politischer Natur, und Leute gehen auf die Straße. Im Moment ist, glaube ich, auch nochmal wirklich diese soziale Revolution des Internets kriegt auch nochmal eine ganz neue Stufe gerade, weil es werden wirklich halt Riesensachen dadurch gerade bewegt und damit und mit diesem Instrument, und das war vorher nicht möglich, und das finde ich wahnsinnig spannend. Und es passiert immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und auch diese Brisanz dieses Themas und auch die Brisanz des Zeitalters, in dem wir gerade leben, wird auch gerade sehr verdeutlicht, finde ich, durch so einen Mann wie Herr Snowden, der uns gerade einfach ganz, ganz unprätentiös und ohne viel Schnickschnack aufzeigt, in was für einer Welt wir gerade leben. Und das ist einerseits ein bisschen erschreckend und zeigt aber auch diese wahnsinnig große Veränderung, die gerade stattfindet. Und zwar relativ, natürlich, wenn Leute irgendwie in Ägypten auf die Straße gehen und in der Türkei demonstrieren und in der Ukraine, dann klar, das sieht man, aber was halt auch noch so im Untergrund passiert, und dass es einfach völlig normal ist, dass es Menschen gibt, die alles, was ich tue, wissen. Das finde ich einerseits erschreckend, und da wird auch noch einiges auf uns zukommen, glaube ich. Was ich sehr spannend fand auf der CD, ist diese Angstfreiheit. Glaubst du, es ist jetzt wichtig, auch dass die Menschen, egal was passiert, was immer auch kommt, keine Angst haben müssen? Ich glaube, Angstfreiheit ist eine Illusion, weil es wird immer Angst geben. Das ist normal. Das ist ein ganz normales Gefühl. Das kann man nicht, also diesen Anspruch, wenn man diesen Anspruch hat, ich will keine Angst mehr haben, ich glaube, da muss man scheitern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass dieser Punkt von Angst und dieser starre Moment, den kann man verkürzen. Ich glaube, das ist das Einzige, wie man damit umgehen kann. Und letzten Endes, dass man auch der Angst gegenüber reagiert, was sie halt mit dem, was sie einfach ist, nämlich einfach nur ein Gefühl. Und da ist auch wiederum Haltung gefragt. Und das ist, glaube ich, möglich. Ja. Was steht jetzt an? Also ich stelle mir das so vor, egal wie viel Erfolg man davor hatte, ich kenne das auch mit den Videos und so weiter, das Nächste ist immer, hat man immer noch Bammel, so, wenn die CD jetzt... Es ist immer das erste Mal. Es ist wirklich jedes Mal das erste Mal. Es gibt nichts. Ich bin jetzt auch schon immer jemand gewesen, der nie wirklich
das Offensichtliche gemacht hat. Eigentlich jede CD war eine Veränderung, war ein neuer Versuch, war der Versuch, sich ein bisschen neu zu erfinden oder ein bisschen mehr. Ich finde jetzt den Schritt von den letzten 1, 2 CDs zu der jetzt ja mittlerweile schon 5. Das ist sicherlich einer der größten gewesen und auch eine sehr große Veränderung, wie ich finde. Und natürlich habe ich da immer auch Respekt vor. Aber ich bin auch einfach sehr, sehr neugierig, wie die Leute das aufnehmen. Weil was ich mir so denke und was meine Hintergedanken sind, ich weiß das ja. Aber ob sich das überträgt und ob sich das auch trägt an sich, das weiß ich natürlich nie vorher. Und deswegen, was immer auch kommt, ja. Was auf jeden Fall kommt, ist ein roter Teppich, ganz viel Scheinwerferlicht. Ja. Was bedeutet das dir? Das ist für mich als das ein Teil meines Berufes, an den ich mich mittlerweile gewöhnt habe, der aber nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist. Es gibt bestimmt Kollegen, die das sehr lieben und für die das sozusagen das ist, worum es geht. Das war bei mir noch nie so. Ich bin gerade so roten Teppichen, da hatte ich immer sehr großen Respekt und bin da halt rübergegangen, aber mittlerweile mache ich das natürlich mit einer anderen Routine als jetzt die ersten Jahre, aber ich fühle mich am wohlsten, wenn ich auf der Bühne stehe und mit Musikern meiner Wahl beseelt musizieren kann. Das ist für mich meine Berufsbeschreibung. Letzte Frage, das stelle ich vor allem für viele Männer, die zuschauen. Was ist es, was du da so verströmst? Ich habe jetzt mitbekommen, wir haben die Kaffeemaschine gerade gehört, wenn du irgendwie einen Elfgold einen Kaffee trinkst, ich drück's mal härter aus, da gehst du dem Barista auf die Nerven, wie funktioniert diese Kaffeemaschine und sonst was und interessierst dich für dieses Thema. Du bist ein Trekkie. Ja. Das sind wirklich auch so langweilige Sachen, die ich auch kann. Aber warum stehen die Mädels scheinweise auf dich? Das ist das so? Ich kann das aber mich selber nicht beantworten. Ich glaube, das ist etwas, ich mache mir über meine Außenwirkung nicht besonders viele Gedanken. Also ich meine, natürlich, klar, ich gucke mich auch morgens in den Spiegel an, so was ist, welche Mütze wird es denn heute? Das, also klar, ich achte so auf mein Äußeres, aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt über die Straße geht und denkt so, jetzt der Blick und das mache ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich freue mich natürlich, wenn das so ist, aber bin jetzt nicht so, ist jetzt nicht mein Mittelname. Okay, wenn es nicht das ist, wenn es nicht die Scheinwerfer sind, das ist tatsächlich die letzte Frage. Warum stehst du überhaupt morgens auf und machst das, was du tust, so wie du es tust? Weil ich wirklich das gefunden habe, was ich mit Leidenschaft betreibe. Und ich habe das immer wieder auch hinterfragt und neu entdeckt und wieder auch durch Umwege bin ich wieder auf dieselben Wege gelangt und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ich das als Geschenk empfinde, wenn man das rausfindet, was das wirklich ist und das machen darf, wofür das Herz brennt und wofür das Herz höher schlägt. Und ich komme gerade von einer Probe, ich habe gestern mit meiner Band wieder das neue Repertoire geprobt und dachte halt dann, bin dann nach Hause gefahren und dachte wieder, genau, und dafür machst du das. Und deswegen geht das. Ja. Vielen lieben Dank für das Gespräch, lieber Roger. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Ich bin begeistert vom neuen Album. Das freut mich. Ihr auch, meine lieben Abonnenten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wie hast du denn erstmal? Hast du mich zugenommen bei der Schwangerschaft? Nein, ich mach wahnsinnig viel Yoga. Ich hab 15 Kilo zugenommen.